Zu guter Letzt müssen wir unsere Scheren jetzt noch richtig einstellen. Viele haben immer wieder Bedenken, dass sie hier was verletzen können oder kaputt machen können. Wenn ihr ein paar Dinge beachtet, kann aber gar nichts passieren. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Zum einen ist mal das Allerwichtigste, wenn ihr die Schere einstellt, wenn ihr die Spannung verstellt, muss die Schere geschlossen sein. Ja? Also nicht die Schere irgendwie so halb offen und dann verdrehen hier vorne, sondern immer geschlossen halten. Ihr könnt eure Scheren auf verschiedene Arten und Wege einstellen. Manche Scheren haben eine Mutter hier oben drauf, die man direkt verdrehen kann. Andere Scheren, so wie diese hier, brauchen ein spezielles Werkzeug, das meistens im Lieferumfang schon mit dabei war. Es gibt auch Scheren, die dürft ihr gar nicht einstellen. Die haben ein gewisses Drehmoment. Das heißt, diese Scheren kann nur der Hersteller einstellen. Ja, dazu muss man sie dann eben einschicken. Es gibt auch noch eine Art von Schere, die einen Schraubenzieher, mit dem man einen normalen Schlitzschraubenzieher die Schere einstellen kann oder eben mit der Rückseite von diesen Dingern, von diesen kleinen Werkzeugen hier oder mit einem 1-Euro-Stück oder sowas. Ja, da müsst ihr halt immer gucken. In der Regel ist es dann immer hier an der Achse verbaut. Die optimale Einstellung einer Schere findet ihr heraus, indem ihr die Schere nach oben haltet, den Teil ohne Fingerhalter, also den hier unten nehmt und fallen lasst. Im optimalen Fall ist die Spannung irgendwo hier in dem mittleren Bereich, also das heißt der Schnittpunkt von Oberbeck und Unterbeck ist in der Mitte der Schere, in etwa. Ich sage immer das mittlere Drittel. Wenn die Schere stehen bleibt, also das heißt ich öffne und es passiert das, ist die Schere zu fest. Das könnt ihr auch feststellen, ob eure Schere zu fest eingestellt ist. Das werdet ihr sehen, das könnt ihr feststellen, sondern das werdet ihr sehen, wenn eure Schere anfängt zu schieben beim Schneiden. Das heißt, ihr schneidet und die Haare schieben nach vorne weg, die drückt es etwas weg. Dann ist die Schere von der Spannung zu fest. Das Gegenteil ist, wenn wir die Schere wieder nach oben halten, fallen lassen und sie schließt komplett. Dann haben wir zu wenig Spannung. Zu wenig Spannung wäre zum Beispiel ein Signal, wenn die Schere die Haare immer umknickt. Ja? Das heißt, ihr schneidet und auf einmal fällt nichts runter, sondern es macht nur so Knick. Dann müssen wir die Schere natürlich fester justieren. Klassisch wie bei jeder Schraube, rechtsrum ist fest, linksrum ist locker. In den meisten Fällen ist es auch bei den Scheren so, aber das könnt ihr eigentlich ganz leicht feststellen, indem ihr hier einfach dreht, da werdet ihr schon merken, wo ist es fester und wo ist es leichter.